Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es etwas ultra Besonderes. Es ist brandaktuell, Leute. Die Nintendo Direct ist draußen und wir reagieren heute zusammen mit euch darauf. Jetzt hier in Videoform. Ich habe in meinem Abo-Feed gesehen, jeder hat diese Direct Reaction einfach gestreamt. Einfach live. Ich bin jetzt ein bisschen später dazugekommen. Und ich finde, in Videoform so ein bisschen kompakter ist es eigentlich besser. Ich werde auch jetzt nur die Sachen reinsteigen, wo ich dann auch wirklich drauf reagiere. Ich finde das auch irgendwie besser für euch zum Zuschauen. Ja, wir starten rein. Ist ein bisschen leise. Können wir ein bisschen lauter machen. Ja, hier wird das schon ein Kapitel unterteilt. Die Direct ist schon hier zu meinem Zeitpunkt vorbei. Holy shit. Und Alter, fangen die direkt mit einem Banger an, oder? Ist es Mario und Luigi? Nee. Ich muss es noch lauter machen. Holy shit. Oh mein Gott. Ja, Leute. Es werden Switch-Spiele angezeigt, die noch im Laufe dieses Jahres rauskommen werden. Aber nicht zur Switch 2, sage ich mal. Und es sollte die letzte große Präsentation werden zu der Nintendo Switch. Einfach Mario und Luigi. Es gab, glaube ich, bisher noch kein Mario und Luigi auf der Switch. Ey, ich hatte nie Berührungspunkte damit. Hattet ihr damit Berührungspunkte bisher? Ab in die Kommentare. Aber ich bin euch ehrlich, meine lieben Freunde. Also die Qualität und die Grafik sagen mir irgendwie gar nicht zu. Also irgendwie, klar, es ist so ein ganz eigener Artstyle, aber irgendwie, keine Ahnung, das geht sogar von der Grafik her meiner Meinung nach Richtung Pokémon. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein RPG-Spiel, Mario und Luigi. Yo, Brothership oder so hat man jetzt eben unten gesehen. I'm sorry. Die haben einfach schon hier Kapitel eingefügt, was soll ich machen? Das sieht dennoch interessant aus. Ich glaube aber trotzdem, es ist tatsächlich kein Spiel für mich wird, leider. Ich weiß nicht, wer von euch ist ein Mario und Luigi-Fan? Haut's mal in die Kommentare raus. Die Musik ist schon ein bisschen Banger-mäßig. Mario und Luigi Brothership. Eigentlich ein richtig, richtig geiler Titel. 7. November 24. Holy shit, ich glaube, da werden sich richtig viele freuen. Nee, es ist ein DLC für Nintendo Switch Sports. Dicky, wie unnötig. Gab es Basketball bisher nicht in Nintendo Switch Sports? Ich habe das leider nicht gekauft. Das war Legende bei Wii Sports Resort. Wer kennt das noch, meine lieben Freunde? Oder Wii Sports. Ja, das gab es halt auch alles in Wii Sports oder Wii Sports Resort. So WTF, als ob es das nicht davor gab in Nintendo Switch Sports. Das ist ja natürlich lame. Wusste ich nicht mal. Einfach wirklich genauso wie bei der Wii. Genau so. Aber Basketball habe ich gefeiert. Also es ist nice. Zumindest ist es kostenlos. Kostenloses Update für Sommer 24 Basketball. Kann man sich eigentlich nicht beklagen, so würde ich mal im Grunde sagen. Was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwas Heftiges, worauf man sich freuen kann? Erster Eindruck? Nö. Oh, aber ich bin euch ehrlich, das Spiel sieht sehr interessant aus. Es erinnert mich an so kleine Spielchen, so Richtung Little Nightmares oder jetzt auch, was wir aktuell gespielt haben auf dem Kanal Limbo. Oder auch Fey, wenn ihr dieses Spiel noch kennt. Das habe ich damals auch auf dem Kanal gebracht, so ein kleines Indie-Spiel. Unfassbare Überraschung, unfassbar krasses Spiel. Also vielleicht könnte das ja auch so in diese Richtung gehen. Mio, Memories in Orbit 2025. Ein Spiel, das 2025 erscheint. Holy shit. Oh, nee. 2025, Hello Kitty? Das ist aber eine komplette Anlehne an Animal Crossing. Das könnt ihr mir jetzt nicht sagen. Open World Adventure? Das sieht für mich voll aus wie Animal Crossing. Wie Animal Crossing New Horizons? Holy shit. Konsolen exklusiv befristet. Ah, okay. Nächstes. Einfach 2025er Titel. Nee. Neue Besatzungs- und Verräterrollen in Among Us. Oh, interessant. War nicht irgendwo mal eine Rede von Among Us 2 oder so? Ich habe das Spiel Ewigkeit nicht mehr gespielt, Leute. Bin ich ehrlich. Oh, kostenloses Update. Immer sehr, sehr schön. Kann man sich immer gönnen, würde ich doch mal sagen, ne? Nein! Sag mir nicht, es kommt ein Donkey Kong Nachfolger! Bitte bring kein Donkey Kong Returns für die Switch. Alter Schwede, Digga. Ich hab grad so gemischte Gefühle. Holy shit, Digi. Also, I don't know. Ich liebe dieses Spiel. Es ist nice und HD sieht auch echt nice aus. Aber kein neues Donkey Kong? Müssen wir echt bis zur Switch 2 warten? Leute, ich komme nicht drauf klar. Einfach Donkey Kong Country Returns HD, Digga. Also Nintendo treibt es wirklich auf die Spitze, Digga. Was haben die jetzt nicht schon in HD remastered hier auf der Switch, Alter? Holy shit, Alter. Holy man. Also ich weiß es nicht. Also irgendwie geil. Ich glaube, ich hole mir das sogar, weil das Spiel ist einfach nice, Mann. Oh, ist dann nicht nur 3DS-Version sogar Level. Da bin ich überfragt tatsächlich. Die habe ich nie gespielt. 16. Januar 25, Alter. Da kann man eigentlich 2025 gar nicht mehr mit einem neuen Donkey
Donkey Kong rechnen. Holy shit, Leute. Also ich habe so gehört, 80 Level und irgendwie 3DS Level. Aber keine. Es wäre krass, wenn die jetzt irgendwie so ein neues Level, so ein Deluxe gemacht hätten. Holy man. Oh! Und wo kamen diese Viecher nochmal? War das Yokai Watch oder so? Alter, der Bruder, der macht mir ein bisschen Angst mit seiner Stimme. Ein furioser Mix, der funktioniert. What is that? The fuck? Action-Abenteuer-Mix. Das ist irgendwie so eine Minispielsammlung. Das sieht aber räudig aus. Alter! Das sieht aus, wie als hätte es auch für die PS2 released werden können. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist vielversprechend. Mario Party? Oh mein Gott. Noch ein Mario Party für die Switch. Oh mein Gott. Jamboree? Aber warum das genaue Logo von Super Mario Party genommen? Einfach kopiert. Copy-paste. Oh mein Gott, aber das ist noch ein Mario Party. Rainbow Galleria. Sick, sieht sick aus. Mir gefällt die Grafik vom Spiel wirklich. Okay, viele. Oh mein Gott, man kann einfach fahren. Okay, geil. Es gibt Super Mario Party. Es gibt Mario Party Superstars. Jetzt das. Alter, wie viele Mario Partys haben die auf die Switch gebracht? Goomba Lagoon. Ey, aber das ist ein Highlight. Ohne Spaß. Also Mario Party freue ich mich drauf. Freue ich mich richtig drauf. Oh, sieht nice aus. Einfach auf Yoshis, holy man. Geile neue Minispiele. Ey, das freue ich mich wirklich drauf. Über 110 Minispiele, stark. Boah, das sieht alles nice aus. 20 Spieler online, Kopf an Kopf, Bowser-Klon. Holy man. 17. Oktober schon, 24. Heftig, aber das, warum haben die das Logo kopiert von Super Mario Party? Jamboree. Genauso sollt ihr jetzt auch weitermachen, Nintendo. Genauso weitermachen. Das ist heftig gewesen gerade. Das ist gut. Mario und Luigi. Mario Party. Ist es das? Neues Zelda. Neues Zelda Remake, ne? Welches ist das? Ich bin da leider komplett raus. Wie heißt das nochmal? Link's Awakening oder sowas? Ne, das gab's doch schon. Ne? Alter, das ist eigentlich auch krass jetzt, ne? Ich glaube, da werden einige richtig abgehen. Aber ich bin halt leider nur wirklich so drin in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Minish Cap ist es doch auch nicht, oder? Ich glaube, ich verwirr gerade richtig viele Leute. Wie heißt denn das? Ist auf jeden Fall ein Remake, aber das kann kein neues sein, ne? Das ist doch kein neues, oder? Stell dich vor, das würde jetzt einfach neues sein. In so einem Art-Style. Boah, das sieht unfassbar schön aus. Holy shit. Oh mein Gott. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an. Irgendwie assoziiere ich damit gerade ein bisschen den Mario Bros. Movie tatsächlich. I don't know, habe ich gerade irgendwie so im Kopf. Der Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Das ist ein neues Zelda! Ich hab Gänsehaut im ganzen Körper. Alter, was für ein Ehrenbruder. Einfach das Logo von The Legend of Zelda Breath of the Wild und so und Tears of Kingdom. Diesmal ist Link verschwunden? Zelda übernimmt die Protagonistenrolle? Wird Zelda jetzt ein Schwert ziehen und kämpfen? Ja, beantworte mir das mal, Bro. Alter, das ist ein Banger Direct, ohne Spaß. Ich dachte, es kommen irgendwelche dummen Remakes. Risse tauchen in Hyrule auf, okay? Link ist auch verschwunden. Zelda trifft die Fee Tree. Okay, ein Stab. Einfach Zelda mit einem Stab, Diggi. Aha. Ja, so ein bisschen. So ein Mix aus TOTK auch, ne? Und diesem Link's Awakening HD. Einfach Items. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, interessiert mich sehr. Lasst auch ein Like da, falls ihr Zelda feiert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dieser Grafikstil, der ist zwar schon sehr süß, der sieht sehr, sehr schön aus. Aber der sieht für mich ein bisschen so kindlich aus, ne? Echoes of Wisdom, 26. September schon. Gestört. Die haben einfach noch neue Zelda. Hyrule Edition. Nice, sieht sehr, sehr schön aus. Okay, meine lieben Freunde, also laut Kapitel sollte jetzt entweder der letzte große Banger kommen oder es ist das Outro einfach nur. Cosmic Gear, kosmische Zeitrechnung, Galactic, Federation. Ist es Star Fox oder sowas? Bisschen enttäuschend, wenn das jetzt Star Fox ist. Bisschen enttäuschend. Ah, Metroid, ich glaube, da haben wir. Ich glaube, das ist einfach ein neues Metroid. Ich glaube, da haben richtig viele drauf gewartet, ne? Kann das sein? Ja, mal schauen, wie das aussieht. Ist doch ein neues, ne? Ja, Ausschnitte befinden sich noch in der Entwicklung. Ja, sieht aber, ja, ganz okay aus, würde ich sagen. Metroid Prime 4, ich weiß nicht, gab's das schon? Metroid Prime 4 Beyond, okay, ich glaube, das ist ein neues Metroid. Holy shit, ich weiß nicht, ich bin halt nicht der Typ, der das mal gespielt hat und irgendwie richtig eskaliert jetzt gegen Ende. Danke fürs Zuschauen dieses Videos, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert dieses Video, wie ihr die Direct gefunden habt, so, um es richtig auszusprechen. Würde mich sehr interessieren, teilt das Video gerne mit euren Freunden, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke auch natürlich nie vergessen, Glocke, alle Benachrichtigungen aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Danke an die Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.